Seit kurzem hat Google Street View Welt auch Pittsburgh an der Ostküste Amerikas erreicht. Im Gegensatz zu großen Teilen Europas und auch Deutschlands ist der Samsonia Way im Künstlerviertel der ehemaligen Stahlstadt bereits heute schon online. Ein Klick und man ist direkt in der Straße. Anders als üblich wurde dieser Weg nicht nur einfach heimlich von Google-Fotowagen aufgenommen, sondern war Teil einer Performance der 28-jährigen Künstlerin Robin Hewlett und eines Freundes. Hier war die Parade. Wir hatten eine Marschkapelle von der Langley High School, die hierher kam und Musik für uns gespielt hat. So haben wir eine Parade simuliert. Die ganze Nachbarschaft und alle anderen aus der Stadt, die wir eingeladen hatten, kamen. Sie alle waren das Publikum, das auf die Parade gewartet hatte. Street with a View heißt ihre Aufführung. Es ist das erste Kunstprojekt bei Google Street View überhaupt. Gelauncht wurde es vor einer Woche. Die beiden Künstler inszenierten insgesamt 14 unterschiedliche Szenen. Neben der Parade auch einen Marathon, eine Garagenmusikband und einen Umzug. Rund 100 Statisten waren daran beteiligt, als der Google-Fotowagen mit seinen 8 Kameras und 3 Laserscannern durch den Samsonia Way fuhr. Mit dabei war auch Heather Pinson, eine Journalistikprofessorin von der Robert Morris Universität. What kind of reality do we really live in? In welcher Art von Realität leben wir eigentlich Tag für Tag? Zu sehen, dass deine Nachbarschaft und deine Straße diese verschwommene Grenze zwischen Realität und Fiktion bildet, das war es, was uns alle irgendwie verzaubert hat. Kind of enchanted with. Probleme mit dem Datenschutz sieht hier keiner. Im Gegenteil, sich für immer in Street View zu verewigen, lockte erst viele der Statisten an. Es handelt sich ja um Fotografien, die nur einen einzigen Moment wiedergeben und es ist nicht eine Art Live-Übertragung oder so etwas Ähnliches. Deshalb habe ich keine Bedenken bezüglich einer Überwachung oder eines Eingriffs in die Privatsphäre. Anders als in den USA trägt Google dem Datenschutz in Europa Rechnung. Gesichter und Autokennzeichen werden wie hier in Paris gepixelt. Street View ist nicht einfach nur Fun, sondern praktisch. So können sich Wohnungssuchende im Netz die Adressen im Originalbild anschauen und auch die Nachbarschaft quasi im Live-Bild erkunden. Riesigen Andrang gab es vor einem Monat in New York. Dort wurde erstmals das neue Google-Handy verkauft. G1 Android heißt das Modell, basierend auf einem Typ des Geräteherstellers HTC. Als erstes Handy überhaupt bietet das G1 Street View als mobile Version an. Ausgestattet mit GPS und einem Kompass steuert sich das Telefon erst durch Google Maps zu jeder beliebigen Adresse und dann, sofern bereits verfügbar, direkt in den Street View Modus. Der Washington Boulevard in Marina del Rey, direkt am Pazifik gelegen, ist eine der vielen Straßen in Los Angeles, die im Echtbild verfügbar sind. Samad Echihabi navigiert sich seit 3 Wochen mit dem G1 durch LA. Google Street View gibt dir die Möglichkeit, Plätze zu finden, indem es reale Fotos der Objekte zeigt, nicht nur eine Karte. Hinter mir zum Beispiel ist Cold Stone. Das ist ein sehr beliebter Eisladen in Kalifornien. Den kann man in Street View sehen. Das hilft, um ihn zu finden. Der Street View Kompass auf dem Handy. Eine optische Wünschelroute, die uns ab 2009 auch durch den deutschen Großstadtdschungel führen soll.